Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hainun-Box von Chakra. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hainun von Chakra, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 10. Album der Band. Wir haben hier eine recht kompakte Box und hier unten rechts, bevor wir die Folie entfernen, haben wir hier noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier Limited Box Set Including Digipack, Chakra Flag 100x150 cm, Autograph Card, Certificate of Authenticity. Also, das Album im Digipack, eine Fahne, eine Autogrammkarte und ein Zertifikat. So, nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, werden wir mal die Folie entfernen. Und so sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier auf dem Cover, sieht für mich aus wie eine Eule mit orangen Augen. Und die hat hier, die Frage, was das hier sein soll, ein Ring. Sieht so aus, als hätte sie einen Ring, der hier so blinkt, der hier so glänzt. Oben lesen wir den Bandnamen Chakra und darunter Hainun. Auf der Seite ebenso. Hier zieht sich dann so das Gefieder durch. Also auf den drei Seiten hier beschriftet und die hier ist blank. Aber hier haben wir auch wieder dieses Gefieder. Und auf der Rückseite haben wir die Band abgebildet, die fünf Herrschaften. Und wir haben hier die Tracklist. Wir haben hier auf dem Album 12 Tracks. Dann hier noch ein paar Infos, Produzenten, Special Advisor, okay. Das Ganze ist erschienen über AFM Records und hier rechts gibt es ja noch einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal rein. Das Ganze lässt sich hier wunderbar aufklappen. Als erstes haben wir hier die Fahne. Dann haben wir hier das Zertifikat. Eine Autogrammkarte. Und das Album an sich im Digipack. Von innen die Box in weiß. So, das Ganze ist hier noch in Folie. Bedeutet, wir holen mal die Fahne hier raus. Ups, eine Autogrammkarte. Mach gleich einen Abgang. So. Wir haben hier auch nochmal einen Sticker auf der CD selbst, also auf dem Digipack. Power Riffs Galore, Swiss Hard Rockers Chakra Reunited with Vocalist Mark Fox. Also hier die Info, was uns auf diesem Album so erwartet, beziehungsweise wer uns hier auf diesem Album so erwartet. Und dann schauen wir uns das mal an. Gar nicht so einfach, trotz Einschnitt mit dem Messer, aber jetzt. So, den Sticker sind wir los. Jetzt haben wir das Album-Cover in seiner vollen Pracht. Wie auch schon auf der Box hier wieder diese Eule zu sehen. Chakra Hainun, AFM Records und die Katalognummer. Und auf der Rückseite exakt wie die Box gestaltet. Also, so sieht das aus. Dann schauen wir mal hinein. Auf der linken Seite haben wir einmal die Tracklist, hier sogar mal durchnummeriert. Und wir haben auch die Laufzeit der einzelnen Lieder angegeben. Ist doch ziemlich lang, also die meisten Lieder gehen so 4 Minuten, rund 4 Minuten, nicht schlecht. Dann nochmal ein Foto der Bandmitglieder, die hier auch nochmal beschrieben sind. Also hier lesen wir den Namen des Bandmitglieds und auch sein Instrument bzw. seine Funktion. Dann kommen wir zum Booklet. Da liegt hier noch so ein Flyer, so ein Infozettel bei zu weiteren Releases. Und dann kommen wir zum Booklet an sich. So, wir haben hier die Lyrics zu den einzelnen Tracks. Sehr schön. Dann ein Foto der einzelnen Bandmitglieder. Und hier kann man dann die gesamten Lyrics nachlesen. Sehr schön. Dann haben wir die fünf Schweizer hier auch nochmal abgebildet. Ich glaube, das ist das Foto, wenn ich mich nicht täusche. Ja,
Genau, das Foto vom Cover, von der Rückcover-Ansicht. Und weitere Fotos und jede Menge Lyrics. Da sind dann noch die Credits und eine umfangreiche Danksagung. Ja, also klassisches Booklet findet hier in dieser Stecktasche Platz. Und dann packen wir auch hier wieder diesen Infozettel rein, diesen Mini-Katalog hier über weitere Releases. Die CD befindet sich in der Mitte. Sieht so aus, auch hier wieder diese Eulen- und Gefiederoptik. Und auch dahinter alles voller Federn. So, soweit zum Album. Wir kommen zum nächsten Boxinhalt und das ist eine Autogrammkarte. Ungewöhnlicherweise quadratisch. Das hat das Boxformat so erfordert. Allerdings muss ich jetzt sagen, dass ich etwas enttäuscht bin von der Autogrammkarte, denn wir sehen hier, die 5 Unterschriften wurden aufgedruckt. Wir haben hier das Foto in schwarz-weiß, oben den Chakra-Schriftzug, allerdings die 5 Unterschriften hier wirklich nur aufgedruckt und nicht unterschrieben. Rückseite blank-weiß. Okay. Dann haben wir ein Zertifikat. Was lesen wir hier? Certificate of Authenticity. IFM Records has issued this certificate to authenticate this copy of Chakra High Noon. This exclusive fan edition includes a limited digipack, chakra flag, autograph card. This edition is limited to 500 units worldwide. Okay, das wiederum gefällt mir gut. Das macht IFM Records immer. Und zwar, dass sie nicht nur dieses Zertifikat hier beilegen, das gibt es bei anderen Labels auch, aber sie schreiben auch tatsächlich immer rein die Gesamtauflage. Auch wenn die Box nicht durchnummeriert wurde, aber trotzdem finde ich es immer schön, wenn man das so transparent hält und wenn man weiß, okay, gut, ich habe eine von, wie in diesem Fall, 500 Stück weltweit. Ja, das ist in meinen Augen bei allen Boxen immer eine schöne Sache, wenn man so die Limitierung ein bisschen transparenter gestaltet. So, und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt. Und zwar ist das eine riesengroße Fahne. Ja, es wird echt schwer, die in ihrer gesamten Pracht zu zeigen. Also die Hauptfarbe, die mir hier jetzt mal so auffällt, ist so ein Grün, so ein Blaugrün. Und zwar haben wir hier oben wieder diesen Vogel, diesen Eulenkopf mit dem Ring und den orangen Augen. Auf der rechten Seite lesen wir dann hier noch 100% True Hard Rock since 1995 Swiss Made. Und darunter haben wir dann nochmal dieses Foto, das wir schon vom Artwork kennen, hier mit allen 5 Herrschaften, die hier, ist gar nicht so einfach, die Größe hier zu zeigen, alle 5 Herrschaften hier nebeneinander abgebildet. Und wir haben das Ganze auch noch so, dass wir an allen 4 Ecken, oben als auch unten links und rechts, solche Metallösen eingearbeitet haben. Bedeutet, man kann das Ganze dann wirklich auch mit einem Seil als Fahne verwenden. Gut, dann packen wir die Fahne wieder zusammen. Die ist echt riesengroß. So, ich werde es jetzt nicht so nach der Faltung machen. Das mache ich dann später, wenn ich etwas mehr Zeit habe. Aber das möchte ich euch jetzt ersparen, dass ich da mit dieser Fahne rumkämpfe. Deswegen legen wir es jetzt einfach mal so ein bisschen locker zusammen. So, das muss reichen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Fahne. Dann haben wir das Zertifikat hier mit der Info, dass das Ganze auf 500 Stück limitiert ist. Die Autogrammkarte, quadratisch mit allen 5 Unterschriften. Wie gesagt, die sind aufgedruckt. Und natürlich das Album an sich im Digipack High Noon mit insgesamt 12 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box High Noon von Chakra. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Chakra unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.